Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Und Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Auch im Oktober verlose ich wieder eine Beratung bei mir und wie ihr daran teilnehmen könnt, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Eure Liebessterne im Oktober zeigen, dass ihr gar nicht in die Ferne schweifen müsst, sondern dass ihr die Liebe oft ganz in eurer Nähe findet, wenn ihr aufmerksam seid. Ihr könnt im Mittelpunkt stehen, doch am erfolgreichsten seid ihr, wenn ihr selbst den Scheinwerfer eurer Aufmerksamkeit auf andere richtet, die dann regelrecht aufblühen und sofort von euch begeistert sind. Jetzt schauen wir uns eure Sterne genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den langfristigen Tendenzen. Die wichtigste Nachricht ist, dass Jupiter das Zeichen wechselt. Der steht ja jetzt noch im Sextil zur Löwesonne. Der Jupiter hier in der Waage macht also einen positiven Aspekt. Und das spüren jetzt noch die letzten Löwen vom 21. bis 23. August. Und danach geht der Jupiter dann bei euch ins vierte Haus in einen Quadrataspekt. Und das Motto dieses Transits ist für mich: Finde den verborgenen Schatz, habe ich auch ein Special drüber gedreht. Und diesen verborgenen Schatz, den findet ihr jetzt bei euch zu Hause. Für euch beginnt damit eine schöne Zeit mit eurer Familie. Glückliche Löwepaare können auch Nachwuchs bekommen. Die Familie kommt zu Besuch, ihr feiert gerne bei euch zu Hause. Das ist auch eine super Zeit, falls ihr euch ein Haus kaufen oder euer Heim renovieren wollt. Allerdings geht Jupiter damit in eine Spannung zur Löwesonne. Das kann bedeuten, dass ihr des Guten zu viel wollt und mit euren Vorhaben und Ideen über eure Grenzen geht. Ihr könnt viel vollbringen, aber ihr müsst euch vor Übertreibungen hüten. Jupiter im Quadrat zur Sonne kann auch heißen, dass man übertriebene Erwartungen hat, zu hohe Forderungen stellt und seinen Eitelkeiten zu viel Bedeutung beimisst. Also bleibt einfach locker und auf dem Boden und geht mehr ins Genießen. Alles über die psychologische und mythologische Bedeutung dieser Konstellation, das erfahrt ihr in meinem Special zum Jupiter im Skorpion. Finde den verborgenen Schatz. Und dieses Quadrat zu Jupiter empfangen jetzt im Oktober als erstes die Geburtstagskinder, die zwischen dem 24. und 28. Juli Geburtstag haben. Dann haben wir diejenigen, die zwischen dem 15. und dem 23. August Geburtstag haben. Und die empfangen hier die Konstellation von Saturn und Lilith. Das sind Trigon auf die Löwesonne. Ist schon eine schöne Konstellation, vor allen Dingen, wenn ihr kreativ arbeitet, weil das eben im Haus der Kreativität steht. Macht euch aber auch sehr kompromisslos. Also wenn ihr da was macht, dann wollt ihr dafür jetzt auch den nötigen Freiraum haben. Und ihr müsst manchmal vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass ihr euch da nicht drin verliert in euren kreativen Ideen und darüber eventuell Arbeitspflichten vernachlässigt. Das kann nämlich auch passieren. Also wenn der Partner dann mal so dran erinnert, so Schatz, wir wollten doch noch oder hast du schon oder so, dann vielleicht nicht die Tür zuknallen, sondern dafür auch offen sein. Außerdem gibt es da noch eine kritische Beimischung hier, eine kosmische, weil der Chiron, der steht im Quadrat dazu und das kann für Löwen in fester Beziehung brisant sein, weil es vielleicht passieren kann, dass sie in eine Affäre, also in eine Liebesaffäre verwickelt werden. Ja. Dann ist noch wichtig für die Geburtstagskinder zwischen dem 14. und 17. August, aber natürlich auch für alle Löwen, da steht der Mondknoten jetzt zurzeit, die empfangen also die Konjunktion zum Mondknoten und das kann eben größere Veränderungen im Leben mit sich bringen. Besonders natürlich auch, wenn ihr Planeten oder auch die Sonne in den Graden der Finsternis habt. Das war ganz die letzten Tage des Löwezeichens, ne? Bitte schaut euch zum Thema Mondknoten im Löwen nochmal mein Special an. Folge deinem Herzen. Da bin ich da intensiv drauf eingegangen, was das für euch bedeutet. Denn diese Kraft, die der Mondknoten da jetzt ausdrückt, die äußert sich natürlich durch euch. Also ihr tragt das jetzt in die Welt. Genau, damit kommen wir zu euren aktuellen Konstellationen. Es geht los, der Monat geht los, hier mit Sonne, Merkur und Jupiter in der Waage, in einem schönen Aspekt zu eurer Sonne, sehr prickelnd. Und auch der Uranus steht da noch prickelnd dazu.
Und das vor allen Dingen für die dritte Dekade, also auch wieder gut zum Kennenlernen. Und Venus und Mars stehen hier in der Jungfrau und für euch im zweiten Haus. Das ist top für eure Finanzen. Vielleicht auch für einen Flirt mit eurem Bankberater. Es kann auch einen Durchbruch in einer Jobsituation mit sich bringen, durchaus auch dann, wenn ihr in eurer Freizeit auf Kollegen trefft. Ne? Genau. Und dann habe ich noch, ja genau, dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich der Sonntag, der 1. Oktober, gleich ein Top-Tag für euch ist, weil der Mond auch im Partnerhaus steht. Und ihr kommt jetzt leicht ins Gespräch mit netten Leuten, die euch super interessant finden. Falls ihr bis zum 3. Oktober euch freigenommen habt, dann nehmt euch Zeit, solche Kontakte näher zu erkunden. Ja, die Flirtenergie steigert sich dann immer weiter bis zum Vollmond. Der ist am Donnerstag, den 5. Oktober. Und der findet statt auf der Widder-Waage-Achse. Das ist für euch auch günstig, ein günstiger Winkel. Und die romantische Konstellation von Venus und Mars, die werden wohl vor allem die Löwen spüren, die mit einem ihrer Kollegen angebandelt haben. Dann haben wir ja ab dem 6. und dann bis zum 11. eine Phase der Ernüchterung, ja, wo also auch verletzende Worte vielleicht fallen könnten. Und diejenigen von euch, die sich auf eine Affäre eingelassen haben, obwohl sie fest liiert sind, die könnten damit Probleme bekommen. Auch ein Büroflirt könnte sich im Nachhinein als heikel herausstellen. Also seid ein bisschen vorsichtig. Am 10. Oktober tritt dann eben, wie gesagt, der Jupiter ein in den Skorpion und für euch ins Haus der Familie. Und alles über die mythologischen und die psychologischen Hintergründe dieser Konstellation erfahrt ihr in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. Ja, Samstag, den 14. Oktober, ist dann die kritische Phase vorbei. Dann geht die Venus hier in die Waage bei euch im dritten Haus. Die Stimmung steigt wieder. Und für euch ist das ein Top-Tag, denn der Mond steht in eurem eigenen Zeichen hier und aktiviert den Mondknoten. Das heißt, ihr werdet jetzt gefunden von Menschen, die ihren Seelenpartner suchen. Wichtig für Singles, Flirts können sich in der unmittelbaren Umgebung ergeben. Also haltet die Augen offen und guckt nicht nur ins Smartphone. Dann habe ich am 17. Oktober auch noch einen Top-Tag für euch gefunden. Da steht ihr im Mittelpunkt und alle hören euch zu. Aber einen richtigen Wow-Effekt könnt ihr erzielen, wenn ihr mit eurem strahlenden Blick eurem Gegenüber eure ganze Aufmerksamkeit schenkt. Und ebenfalls am 17. Oktober tritt der Merkur ein in den Skorpion und trifft sich dort dann am 18. mit Jupiter. Und am 19. haben wir den Neumond. Der ist auf 26 Grad Waage und das Motto ist ja, wie ich es in der kosmischen Schwingung auch beschrieben habe, erwartet das Unerwartete. Ne? Vielleicht zeigt sich zum Beispiel, dass ihr Nachwuchs erwartet, obwohl ihr damit gar nicht gerechnet hatte. Kann ja sein, hier mit Jupiter dann im vierten Haus der Familie. Oder eins eurer Kinder hat jetzt gute Nachrichten für euch. Oder ihr überlegt euch, in ein schöneres Haus umzuziehen oder ein Haus zu kaufen. Jedenfalls lohnt es sich, diesen Monat über das Thema zu meditieren. Wie wollt ihr den Jupiter-Transit durch den Skorpion im Haus der Familie gestalten und nutzen? Dann habe ich am 22. einen Top-Tag, da geht nämlich der Mars auch ins Zeichen Waage und gesellt sich dann hier zur Venus bei euch im dritten Haus. Das heißt, ihr führt jetzt leidenschaftliche Diskussionen und wirkt sehr spannend und interessant auf andere. Gleichzeitig steht der Mond im Schützen und das inspiriert euch. Ihr müsst aber darauf achten, dass ihr den anderen auch mal zuhört, denn mit dieser Konstellation ist ja das Geben und Nehmen so wichtig. Ne? Wenn ihr das beachtet, werdet ihr auch in den nächsten Tagen mit dieser Konstellation noch viel Spaß haben. Am 23. Oktober morgens geht die Sonne in den Skorpion und trifft sich dann dort am 26. Oktober mit Jupiter, alles bei euch im Haus der Familie. Also noch mehr gute und energiegeladene Impulse für euer Familienleben oder für eure Pläne, die euer Heim betreffen. Am 26. bis 28. haben wir ja dann nochmal ein paar kritische Tage und für euch kann sich das auf die Jobsituation beziehen. Vielleicht erlebt ihr da eine Enttäuschung mit jemandem, in den ihr große Erwartungen gesetzt hattet. Aber das kann Anfang November schon wieder besser aussehen, also wartet noch ab. Und am 31. feiern wir ja dann Halloween bzw. das dem zugrunde liegende keltische Fest Samhain. Und die Konstellationen sind sehr spirituell und passend zu diesem Fest. Das habe ich auch nochmal ausführlich erklärt in der kosmischen Schwingung. Festliierte Löwen haben schöne Sterne, um Halloween zu sich nach Hause einzuladen und mit dem festen Partner der Familie, Freunden und Nachbarn zu feiern. Löwe-Singles haben auf Halloween-Partys sehr gute Flirtchancen. Das waren eure Sterne im Oktober.
Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Ihr postet mir bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert einfach meinen Kanal, hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch auch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.